Am Donnerstag, den 1. August, fand im Konzilsaal der Universität Greifswald eine Informationsveranstaltung zum neuen Innovationsmanagement Plan 3 statt. Im Beisein des parlamentarischen Staatssekretärs für Vorpommern und das östliche Mecklenburg, Heiko Mieras, informierten die Verantwortlichen über mögliche Strategien und die eigene Rolle im Wirtschaftsstandort Vorpommern-Greifswald. Das Innovationsmanagement ist sozusagen die Geschäftsstelle dieses Bündnisses. Wir haben in dem Bündnis 107 Partner insgesamt momentan. Und diese Fäden müssen ja irgendwo zusammengehalten werden, zusammengeführt werden. Und das macht das Innovationsmanagement Plan 3. Plan 3 verfolgt die Vision, das nordöstliche Mecklenburg-Vorpommern zu einer einzigartigen Bioökonomie-Region mit Vorbildfunktion für die nachhaltige Transformation ländlicher Räume zu entwickeln. Am 10. August 2024 laden die Stadtwerke Greifswald von 13 bis 16:50 Uhr zum Familienfest in der Gützkower Landstraße 19 bis 21 ein. Die Besucherinnen und Besucher erwarten zahlreiche kostenfreie Attraktionen. Für die Kleinsten gibt es ein Kinderkarussell und ein Bobbycar-Parcours. Ein Highlight des Programms ist die Zaubershow des Magiers Johannes, der das Publikum verzaubern wird. Für eine bequeme Anreise sorgt ein kostenloser Bus-Shuttle, der stündlich von der Haltestelle OEZ zu den Stadtwerken fährt. Die Rückfahrt erfolgt ebenfalls stündlich ab dem ZOB. Am Donnerstag, den 1. August, wurde die Stadtbibliothek Wolgast an ihrem neuen Standort eröffnet. Die Bibliothek zog von der Hufelandstraße in die Volksbank-Filiale in der Chausseestraße. Dafür wurde Anfang Februar ein 10-jähriger Mietvertrag zwischen der Stadt und der Volksbank unterschrieben. Durch den Umzug kommt es auch zu einer kleinen Umgestaltung in der Bankfiliale. Der Schalterbereich befindet sich nun auf der linken Seite des Gebäudes. Die Schützenbastion am Rande der Stralsunder Altstadt ist seit dem 30. Juli als neuer Parkplatz für den Verkehr freigegeben. Auf dem Gelände des ehemaligen Busbahnhofs befinden sich nun 133 Pkw-Parkplätze. Der Parkplatz ist montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr und samstags von 9 bis 16 Uhr gebührenpflichtig. Die Parkgebühren betragen 50 Cent für jeweils 20 Minuten. Ein Tagesticket kostet 6 Euro. Der neue Parkplatz wurde eingerichtet, um die Stellplätze auf dem neuen Markt zu ersetzen. Mit Beginn der Bauarbeiten zur Umgestaltung des neuen Marktes werden diese dauerhaft entfallen. Einen konkreten Termin für den Baustart auf der Fläche gibt es aktuell noch nicht. Bis dahin können beide Parkplätze genutzt werden. Die ursprünglichen Pläne zum Bau eines Parkhauses auf der Schützenbastion mussten wegen einer fehlenden Finanzierung zurückgestellt werden, wie es seitens der Stadtverwaltung heißt. Mit dem nun provisorisch eingerichteten Parkplatz wolle man sich aber die Option offen halten, in Zukunft möglicherweise doch ein Parkhaus auf der Fläche errichten zu können. Vom 1. bis zum 4. August 2024 finden auf der Insel Usedom in Heringsdorf die traditionellen Kaisertage statt. Interessierte können sich auf pompöse Kleider, glamouröse Festumzüge, stimmungsvolle Musik und einen historischen Jahrmarkt freuen. Ein absolutes Highlight ist der Empfang des Kaiserpaars, ein bundesweit einzigartiges Ereignis, das Jahr für Jahr die Besuchenden in seinen Bann zieht. Der Kunsthandwerkmarkt wird an der Promenade, der Konzertmuschel und dem Platz des Friedens stattfinden. Deine Stadtwerke übernehmen mit der Energie- und Wasserversorgung, dem Stadtbusverkehr und dem Freizeitbad Aufgaben der täglichen Daseinsvorsorge in Greifswald. Zum anderen übernehmen sie durch aktive Unterstützung von Projekten und Vereinen gesellschaftliche Verantwortung vor Ort. Deine Stadtwerke Greifswald. 100% Greifswald. Mensch, Region, Umwelt. Das Wochenende startet mit einem leichten Regenschauer. Die Temperaturen liegen bei 24 Grad. Es weht eine schwache Brise aus nordwestlicher Richtung. Der Sonntag bringt mäßigen Regen mit sich. Das Thermometer erreicht bis zu 24 Grad. Der Wind weht mit 28 km/h aus westlicher Richtung. Zum Start in die neue Woche zeigt sich die Sonne nur selten. Die Höchsttemperatur liegt bei 21 Grad. Es weht eine schwache Brise aus Nordwesten. Am Dienstag wird es mäßig bewölkt. Das Thermometer klettert auf bis zu 23 Grad. Es weht eine leichte Brise aus südöstlicher Richtung.